Lass mal aber auf jeden Fall losfahren. Ja. Hast du dein Boot? Ja. Kommst du, Sandy? Ja, bin auch schon da. Wie, wo bist du denn? Ja, ich laufe zum Altar. Zu welchem Altar? Höllenaltar. Oder wo muss ich lang? Sandy, wir müssen in die andere Richtung. Achso. Ja, wo lang denn? Geradeaus oder nach rechts? Sandy, ich stehe doch hier unten. Warum baue ich eigentlich einen Weg? Oh. Ist sie verloren? Wo bist du denn? Achso. Ich stand doch da auf der Brücke. Ich hab's nicht gesehen. So, komm weiter. Wir müssen, ups, wir müssen hier lang. Ich war, glaube ich, noch nie auf der Seite dieser Insel. Oh mein Gott, Sanna, ich habe eine riesige Höhle auf unserer Insel gefunden. Was? Laber keinen Scheiß. Wieso haben wir die noch nie gesehen? Ich glaube, wir waren hier. Nein! 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 Echt jetzt? Oh mein Gott, ich habe die Höhle hier noch nie gesehen. Warum bin ich denn jetzt gedeiht? Scheiße! What? Wieso habe ich denn diese Höhle hier noch nie gesehen? Ey, bin ich jetzt einfach random gedeiht? Oh. Scheiße, schon wieder tot. Ach, Mann, ey. Ich muss meine Sachen holen. Scheiße, Leute. Der Druck ist da, der Druck ist da. Ich muss jetzt performen. Sandra, du musst jetzt performen. Ich habe gerade so meine 20 Liegestütze hingekriegt, weil ich einfach... Ey! Digga! Sag mal, das ist nicht dein Ernst. Wieso kacke ich denn die ganze Zeit ab? Checkt ihr es? Das ist nicht dein Ernst. Bist du gerade wieder gestorben? Ja, das dritte Mal. Warum bist du denn dreimal gestorben? Ja, ich habe es immer wieder neu versucht. Sandra, stopp jetzt. Leute, ich mach gleich die Teile. Ich mach gerade ein 30-Tage-Programm. Ich kann jetzt nicht 60 Liegestütze am Stück machen. So, wir holen dir jetzt Wasser. Ah, ich hab Wasser. Und dann gehst du ganz entspannt da runter. Wo bist du denn? Ja, hier unterm Baum schon. Ja, okay, ich komme. Bringt doch nichts, da wieder runter zu springen, wie du vorhin schon gestorben bist. So, hier. Spring da rein. Und dann nochmal was gedrückt halten? Da einfach rein und dann Shift. Was ist... Ah, okay. Du Heilige. Ja, schön. Ja, ich werde direkt ermordet. Ist es dein Ernst? Handy weg. So, ist tot. Oh mein Gott. Digga, das ist eine dicke Höhle. Wie randomly wieder. Oh, da ist wer, da ist wer, da ist wer. Was? Da ist, Digga, mit den lila Augen. Enderman. Enderman. Hä? Also Leute, mal ganz kurz. Wir wollten eigentlich gerade unsere Boote nehmen und eine neue Pilzkuh holen. Auf einmal entdecke ich hier, weil wir noch nie irgendwie diesen Weg lang gelaufen sind, dass hier so ein riesen Höhlenwerk irgendwie... Ich bin da gerade irgendwie total stolz drauf. Ja, ich bin da auch sehr stolz drauf. Die müssen wir auf jeden Fall demnächst mal entdecken. Nicht jetzt. Sondern wir holen eine Pilzkuh. Wir haben erstmal den anderen Plan. Wir brauchen erstmal eine unendliche Wasserquelle wieder. Das ist ein Deep Cave. Was ist ein Deep Cave? Muss ich auch gerade fragen. Ich kenne nur Deep Throw. Spaß. lustig ist bisher nicht. Ich habe 20 Liegestütze gemacht, sonst dreimal gestorben. Hast du alles, Sandy? Ja, wo bist du denn? Weiß ich nicht. Wie? Ja, du stehst neben mir, Digga. Mach mal wieder den Wasserhahn auf. Sandy, geh mal weg da. Komm, ich mach das. Okay. Wir dachten immer, unsere Insel ist voll langweilig. Dachte ich auch, aber wenn hier noch so eine Höhle ist, dann wäre ganz geil. Ich sag doch, unsere Höhle... Wir brauchen kein Licht. Ich setze es mal wieder ab, Warum machst du die weg? Weil ich die gleich brauche! Da muss ich es weniger dingsen. Sandra, wir brauchen doch hier Licht im Gang. Also ich sehe es jetzt nicht so, aber okay. Sandra! Ja, hallo! Luca, ich habe jetzt noch 2,5 Herzen, du spinnst. Ja, wenn du 5-mal hier runterfällst und meine ganzen Fackeln dann auch noch abbaust... Also wir wollten eigentlich eine Pilzkuh holen, weil Sandra hat in dem letzten Stream unsere Pilzkuh außersehen mit der Schaufel gerechtsklickt und dann wird ihr eine Pilzkuh, die einem unendlich Wasser gibt, hier für die Schüssel, dann wird eine Pilzkuh ja zur normalen Kuh. Das hat sie außersehen gemacht, deswegen müssen wir eine neue holen und die irgendwo anders verstecken, zum Beispiel irgendwie hier ins Haus rein oder bei Sandra aufs Dach oder irgendwie sowas. Oder in den Stall könnten wir die reinmachen. Stall auch so unnötig, dass der gebaut wurde und dein Pferd jetzt einfach nur im Pool da hinten rumhopst. Aber gut, deswegen wollten wir eine Pilzkuh holen. Auf dem Weg haben wir jetzt diese Höhle da hinten entdeckt, an alle, die jetzt gerade neu dabei sind, erkläre ich es mal eben kurz. Und jetzt warten wir eben, bis wieder Tag ist und dann fahren wir rüber. So, setz dein Boot hin und dann geht's los. Wo ist dein Boot? Ich bin selber mein Boot. Du hast kein Boot? Nee, das ist irgendwie in der Höhle verschwunden. Oh, danke. Wo ist denn der jetzt? Ach so. Luca, ich hab noch 2 Herzen, du spinnst!
Digga, Alter, noch anderthalb! Wo ist der? So, Sandy, hinter mir herfahren. Ja, komm mal. So, Sandy, warst du hier eigentlich schon mal? Nee. Das ist Pilzbiom. Ich sehe die Kuh, ich sehe die Kuh! Die können wir jetzt sogar zwei mitnehmen. Also, warte, hast du... Guck mal, hier, ich gebe dir mal das hier, Sandy. Hier. Wenn du das in der Hand hältst, kommen die Kühe zu dir. Okay, dann nimm du mal die. Nicht rechtsklicken, du Idiot. Aber sie hat's verliebt geguckt. Ja, das heißt jetzt, sie will was mit einer anderen haben. Du musst das nur in der Hand halten, ach nicht so, rechtsklicken. Oh nein, echt? Ja, und jetzt musst du zum Wasser laufen. Komm. Jetzt komm mal mit mir hier mit. Oder warte, ich komm bei dir mit einfach. Warum klaust du mein Boot? Hab ich nicht, du hast es doch. Ach so. Okay, dann jetzt ab mir hinterher. Lach, jetzt haben wir beide so eine fette Kuh hier drin. Ja, bei mir sitzen zwei drin. Digga, wir haben wirklich so einen schlimmen Humor, Digga. Ja. Bei mir hat auch nicht nur die Kuh hier Pilze. Kein Eichenlaub mehr. Hey! Luca, jetzt meine Kuh wird getötet! Warum? Warum der Huso da? Nein! Ihr habt alle im Herz! Mann. Der hat einfach warum wurdest du von einem Skelett erschossen? Ja, weil meine Kuh wurde angegriffen. Nervt mich. Wo kam der denn jetzt auf einmal her, ey? Vor allem, wo war ich denn? Ach, da. Ey, ich würde mal gerne wissen, wie oft ich schon allgemein in Minecraft gestorben bin. Ich will's nicht wissen. So, weiter geht's, Sabine. Komm, komm, komm. Komm mal her. Ja, hab sie wieder eingefangen. Alles gut. Erledigt. Ja, jetzt geht's ab mit den Fackeln. Ich hab da so einen TikTok gesehen. Machen wir jetzt nach. Wir brauchen 1000 Fackeln. Warum brauchst du 1000 Fackeln, Sandra? Weil ich das brauche! So. Ja, Sandra, die Kohle kannst du dir selbst holen. Du nimmst nicht die Kohle, die ich abgebaut habe. Die Kohle, nein, die Kohle habe ich auch mit selbst abgebaut. Und damit machst du 1000 Fackeln? Ja. Sandra, mach erstmal 20 und zeig mir, was du machen willst, okay? Nein. Hä? Wir haben bisher alles, was wir gebaut haben, miteinander besprochen. Ja, heute nicht. Lass dich überraschen. Okay, ich bin gespannt. Nein, 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 das bleibt so. Das bleibt so, wie es ist. Du leuchtest doch jetzt nicht hier unseren Weg aus. Doch, dann kommen keine Monster zu mir. So, Leute, es ist einfach nur Überlebenskunst bei mir heute, weil so kommen die nicht. Die werden trotzdem kommen, einfach von woanders. Werden sie nicht, werden sie nicht. Ich werde mein komplettes Haus umzingeln und auch auf dem Weg. Sandra. Ja. Pack deine hässlichen Lichter vom schönen Weg weg. Von meinem Eihauseingang darf alles sein, was ich will. Ich höre, dass du was abbaust. Die kommen mir hier nicht auf meinen Weg. Doch, kommen sie. Du kannst in Deutschland auch nicht sagen, ich setze auf die Straße irgendwelche Sachen. Doch. Nee, mit deinem Haus kannst du alles machen, was du willst. Aber nicht, was ist denn das? Selbstschutz. Sandra. Selbstschutz. Warum? Das habe ich auf TikTok so gesehen. Nein, das hast du jetzt nicht gemacht. Du baust nicht noch mehr von diesen hässlichen Fackeln dahin. Doch, ich will die auf meinem Dach haben. Sandra, findest du wirklich, dass das hier schön aussieht? Ja, es geht hier nicht um Schönheit. Minecraft ist ein Überlebensspiel. Ja, und das kannst du ziemlich schlecht. Du weißt aber schon, dass du eine Menge Fackeln dahingesetzt hast. Woraus bestehen Fackeln? Aus Kohle. Ja. Ja, nur damit du es weißt. Der Typ hat bestimmt nicht sein ganzes Haus vollgeklatscht damit. Doch! Ja, hat er auch gezeigt, was da nach einer Zeit passieren kann? Nein. Ja, dass das Feuer überschwappt. Idiot, ey. Nee, das hat Kirby hat er nicht. Deswegen, nicht auf den Weg. Ich will nicht, dass mein Weg anfängt zu brennen oder mein Haus. Aber es ist trotzdem ein bisschen sicherer. Es geht schon wieder los. Das ist doch... Warum brennt mein Haus? Oh mein Gott. Warum brennt mein Haus? Ich brenne jetzt auch. Ich sag's noch. Ich muss in mein Pool. Ich hab's gelöscht, aber ein paar Holzblöcke sind weg. Ich sag's noch. Du warst das. Das wird jetzt immer wieder passieren. Wird's nicht. Digga, da hier steht alles voll mit Fackeln. Guck mal, es hat schon wieder... Ich war nicht mal hier. Es hat schon wieder angefangen. Du hast gesehen. Warum passiert das denn? Weil hier überall Fackeln sind vielleicht. Guck dir doch mal dein verdammtes Dach an. Dann mache ich da Stein drauf jetzt. Dann wird's ein Steinhaus. Du hast Hausverbot. Näher dich nicht an mein Haus. Ja, ich will da eh ganz schnell weg. Warum brennst denn da jetzt schon wieder?
auch noch mein Katzenhaus, Alter. Und ich auch. Schnell das war eigentlich mal mein Katzenhaus, bis du es getötet hast. Dein ganzes Haus brennt übrigens, by the way, ne? Digga, das ist nicht... Das macht der, ne? Sanna, ich stehe hier hinten im Kistenhaus. Du kannst dir meinen Stream anschauen. Ich schwöre bei Gott, ich stand hier gerade im Kistenhaus. Ja. Brennt's hier auch? Oh nein, vorne auch? Oh. Oh, Leute! Du bist verbrannt. Ja, lass mich in Ruhe! Sanna, deine Items können, by the way, auch verbrennen, ne? Hast du einen Wassereimer? Gib mir den Wassereimer! Ich habe einen hier. Gib! Ah, klappt super. Ah! Das war die beste Idee, die du je hattest. Ey, Mann. Mann! Ey, ich hoffe einfach nur, dass die Schafe nicht sterben. Das war's doch du, das war's doch du. Sanna, ich stehe hier. Ich stehe hier und schau mir das an. Schau doch, aus welcher Entfernung ich hier auch noch bin. Ey, was ist das? Ich scheiß mich gleich an. Warum baut die denn da jetzt Blöcke ab? Ich will ans Wasser. Du hast das Wasser in den Glasblock gesetzt. Jetzt brennt die schon wieder. Anstatt da zu stehen, hilf mir doch einfach. Nee, es ist mir komplett egal. Wenn du so blöd bist, da überall Fackeln hinsetzt, dann ist mir das echt egal. Das ist echt einfach wahr. Du bist schon wieder gestorben. Ich kann nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Oh, Leute, was ist in meinem Haus? Ey, wie sieht denn das aus? Oh mein Gott, ich bin so froh, dass du einfach deine Quittung dafür bekommen hast gerade. Die Fackeln bleiben, die Fackeln bleiben. Nein, mein Dings ist gestorben, Sandy. Das ist mir sowas von egal. Ein Schaf ist gestorben. Ich hatte gebratenes Hammelfleisch. Du solltest lieber rennen. Ich sehe dich überall. Das war der größte Fehler deines Lebens. Glaub es mir. Der... Ja, Digga, er ist so ein Wichser. Oh mein... Du hast mich zum... Jetzt hat's alles... Dein Haus wird gleich brennen. Glaub es mir, Laser. Das war der größte Fehler, den du je in deinem Leben gemacht hast. Pass mal auf. TNT, TNT. Feuerzeug. Nein. Nee, hab ich nichts gemacht. Ich renne einfach mal um mein Leben, ne?